Seit es uns Menschen gibt, versuchen wir die Welt um uns herum zu verstehen. Und für den Nachthimmel gab es viele Erklärungen. Die alten Römer haben die Sterne nach ihren Göttern benannt. In der nordischen Mythologie sind sie Feuerfunken im Schädel eines Riesen. Im Mittelalter suchte man die Stelle, wo Erde und Himmel sich treffen. Mittlerweile haben wir viele Fragen geklärt. Wir sind auf dem Mond und auf dem Mars gelandet. Die Voyager-Sonden sind beide mehr als 20 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt und riesige Teleskope zeigen uns Bilder von der Vergangenheit des Universums. Auf viele Fragen werden wir aber auch nie Antworten bekommen. Und bei manchen Fragen können wir uns leider nur annähern. Aber genau das werden wir in diesem Video mal versuchen. Warum expandiert unser Universum? Was war in der Zeit vor dem Urknall? Und was ist Zeit eigentlich? Schnallt euch an und Countdown los. Herzlich willkommen zu Dr. Watson. In diesem Video geht's um die Anfänge unserer Welt. Aber um unsere Umwelt geht's bei Planet Wild. Am Ende dieses Videos habt ihr die Möglichkeit, von zu Hause aus zu Naturschützern zu werden. Und an die ersten 200 von euch vergebe ich einen Monat Naturschutz bei der Organisation Planet Wild, und zwar in eurem Namen. Bleibt also bis zum Schluss dran. Es gab keinen Urknall. Okay, es gab schon einen, aber es gab keinen Urknall. Denn Schallwellen brauchen ein Medium, um sich auszubreiten. Und das gab es zu Beginn unseres Universums natürlich noch nicht. Aber woher wissen wir überhaupt, dass es den Urknall wirklich gab? Woher wissen wir, dass das Universum nicht schon immer existiert hat? Nun, leider passt diese Idee nicht zu den Beobachtungen, die wir im Universum gemacht haben. Vor allem, weil sich das Universum ausdehnt. Aber dazu kommen wir später nochmal. Denn vorher wollen wir die Frage klären, was vor dem Urknall war. Was war der Auslöser dafür, dass Zeit und Raum entstanden sind? Vielleicht gibt es irgendwann Erkenntnisse, die alles über den Haufen werfen. Aber es gibt aktuell sehr viele Indizien dafür, dass es den Urknall gab. Dennoch gibt es Expertinnen und Experten, die die Theorie eines Big Bounce vertreten. Statt einem einzigen Urknall gab es laut ihnen eher einen Urprall, der unser heutiges Universum erzeugt hat. Am Ende eines Universums fällt alles in einem Big Crunch in sich zusammen und expandiert dann wieder in einem neuen Universum. Warum das in unserem Universum allerdings unwahrscheinlich ist, auch das klären wir gleich noch. In jedem Fall wissen wir nicht, was vor dem Urknall war. Wir können nicht einmal genau sagen, hier war der Urknall. Auch nicht, ob das an einem Montagmorgen oder an einem Mittwochnachmittag war oder was ihn ausgelöst hat. Nein, die Frage, wo der Urknall war oder was vor dem Urknall kam, ist einfach nicht sinnvoll, weil es in unserem heutigen Verständnis vorher weder Zeit noch Raum gab. Dementsprechend war der Urknall quasi überall. Hier in diesem Studio, bei dir zu Hause, bei Hempels unterm Sofa und da, wo Donald Trumps goldene Toilette steht. Keine gute Antwort, ich weiß, aber das ist nicht einmal das einzige Mysterium zum Urknall. Mit dem Urknall ist auch die Zeit entstanden. Albert Einstein hat unser Verständnis der Zeit revolutioniert. Nach seiner Relativitätstheorie ist Zeit keine konstante Größe, sondern relativ. Sie läuft unterschiedlich schnell, je nach Geschwindigkeit und Gravitation. Aber sie hat, im Gegensatz zu den räumlichen Dimensionen, eine Richtung. Zeit läuft immer vorwärts und lässt sich nicht umkehren. Aber warum ist das so? Der Grund dafür ist Entropie. Sie wird häufig als Unordnung beschrieben, aber das greift etwas zu kurz. Lass mich das mit einem Beispiel erklären. Dein Zimmer ist kurz nach dem Aufräumen in einem Zustand niedriger Entropie, also ordentlich. Die Kleidung ist im Kleiderschrank, alle Schlüssel hängen am Schlüsselbrett und du hast alle Tassen im Schrank. Wenn hohe Entropie gleich Unordnung ist, dann bedeutet das Kleidung verstreut im Schlafzimmer, Schlüssel irgendwo verloren und das Geschirr steht herum. Wenn man sich Entropie aber genauer anschaut, dann beschreibt sie die Wahrscheinlichkeit eines Zustands. Wenn ein Tornado durch deine Wohnung zieht, dann ist es nicht unmöglich, dass dadurch alle Kleidung hübsch gefaltet im Schrank landet. Es ist halt nur sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass sie irgendwo verstreut landet. Es gibt also nur sehr wenige Wege, wie alles an seinen Platz landen kann, aber viel mehr mögliche Zustände für Unordnung, für Chaos. Deshalb ist ein Zustand mit hoher Entropie viel wahrscheinlicher. Es wird also nicht wirklich unordentlicher, sondern einfach nur wahrscheinlicher, dass nicht mehr alles an seinem Platz landet. Man kann die Entropie lokal zwar senken, muss sie aber dafür woanders erhöhen. In eurem Gefrierfach wird es trotz der warmen Umgebung kalt, weil woanders, zum Beispiel, fossile Rohstoffe verbrannt werden.
Wenn aus Öl Benzin hergestellt wird und ein Auto es verfährt, ist immer noch alle Energie da, sie ist nur verteilt und steht uns nicht mehr zur Verfügung, um damit irgendetwas Sinnvolles zu machen. Das gilt nicht nur für kleine Systeme wie ein Gefrierfach oder ein Auto, sondern auch für die ganze Erde. Die Erde gibt, normalerweise, so viel Energie ab, wie sie von der Sonne bekommt. Aber trotzdem können wir Sonnenenergie nutzen. Das liegt daran, dass wir von der Sonne Energie mit niedriger Entropie bekommen und die gleiche Menge Energie, nur halt mit höherer Entropie, wieder abgeben. Unser Universum strebt also dem wahrscheinlichsten Zustand entgegen, der die höchste Entropie hat. Okay, aber wo ist jetzt hier die ungelöste Frage? Nun, wir haben ja geklärt, dass sich ein System von einem Zustand niedriger Entropie zu einem Zustand hoher Entropie entwickelt. Das wirft aber die Frage auf, wie kommt es, dass das Universum kurz nach dem Urknall diese niedrige Entropie hatte, aus dem sich alles entfalten konnte? Es ist ja kein unmöglicher Zustand, nur eben ein sehr, sehr unwahrscheinlicher. Eine super spannende Frage, über die man sich stundenlang den Kopf zerbrechen kann, und vielleicht werden wir nie eine vollständige Antwort darauf bekommen. Okay, zurück zum Urknall. Kurz danach passierte vieles gleichzeitig. In 10 hoch minus 32 Sekunden, das ist ein Hundertstel eines Quintillionstel einer Sekunde, gibt es die erste Inflation des Universums. Übrigens um deutlich mehr als 10%, falls sich mal wieder jemand über die aktuellen Preise beschweren sollte. Nach einer Mikrosekunde bildeten sich die ersten Teilchen. Und es könnte sein, dass schon hier die ersten schwarzen Löcher des Universums entstanden sind. Steigen wir da mal ein. Normale oder stellare schwarze Löcher entstehen, wenn große Sterne am Ende ihres Lebens kollabieren. Und supermassive schwarze Löcher befinden sich oft im Zentrum von Galaxien, zum Beispiel auch unserer Milchstraße. Im Laufe der Zeit sind sie durch ihre Akkretion gewachsen, sodass sie Millionen Sonnenmassen haben. Aber direkt nach dem Urknall gab es noch gar keine Sterne, aus denen sich schwarze Löcher hätten bilden können. Die ersten Sterne entstanden erst, als das Universum das Babyalter von 200 Millionen Jahren erreicht. Trotzdem wird vermutet, dass sich zu diesem Zeitpunkt schon schwarze Löcher gebildet haben. Sie werden primordiale, also ursprüngliche schwarze Löcher genannt. Und sie könnten sich sogar in Sternen drin befinden. Das wären dann nach Stephen Hawking benannte Hawking-Sterne. Das Problem dabei? Wir konnten sie noch nicht nachweisen. Bisher sind primordiale schwarze Löcher also nur hypothetisch, auch wenn es sie geben könnte. Und tatsächlich haben wir sogar ganz gute Chancen, sie vielleicht nachzuweisen. Das James-Webb-Teleskop liefert uns ja Bilder der ersten Sterne und könnte uns deshalb auch helfen, primordiale schwarze Löcher zu entdecken. Genau wie die LISA und die Euclid-Mission. Wenn es sie gibt, könnten sie sogar Teil der dunklen Materie sein. Darüber sprechen wir übrigens bald nochmal in einem extra Video. Abonniert also gerne den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Worüber wir noch weniger wissen als dunkle Materie, ist dunkle Energie. Klingt zwar so ein bisschen esoterisch, ist aber echte Physik. Durch die Rotverschiebung, die Edwin Hubble entdeckt hat, wissen wir, dass sich das Universum ausdehnt. Die Rotverschiebung kennt man auch als Doppler-Effekt. Wenn sich eine Schallquelle auf dich zubewegt, werden die Schallwellen gestaucht und der Ton erscheint höher. Und wenn sie sich von dir wegbewegen, umgekehrt. Wenn sich jetzt eine Lichtquelle auf den Beobachter zubewegt, dann erscheint ihr Licht blauer. Und wenn die Entfernung wächst, erscheint das Licht röter. Edwin Hubble hat beobachtet, dass die am weitesten entfernten Galaxien am schnellsten röter werden, sich also noch weiter von uns entfernen. Und das liegt nicht daran, dass uns im Universum keiner leiden kann, sondern daran, dass das Universum sich ausdehnt. Wissenschaftler haben aber erwartet, dass sich das Universum mit der Zeit durch die Gravitation langsamer ausdehnt. Aber Ende der 90er entdeckten drei Astronomen, Rees, Perlmutter und Schmidt, dass Supernovae weniger hell waren als erwartet. Okay, klingt jetzt erstmal noch nicht besonders Nobelpreisverdächtig, oder? Aber genau den gab es dann 2011 für die drei Wissenschaftler. Also, was haben die herausgefunden? Über die Helligkeit und die Rotverschiebung haben sie ausgerechnet, dass die Supernovae viel weiter entfernt stattfanden als erwartet. Seitdem wurden viele ähnliche Beobachtungen gemacht. Die Erkenntnis, das Universum dehnt sich immer schneller aus, angetrieben von einer Art Antigravitation. Und das ist dunkle Energie. Wir wissen bis heute nicht, was dahinter steckt. Aber wir wissen, dass dunkle Energie knapp 70% des Universums ausmacht. Etwa ein weiteres Viertel ist dunkle Materie und tatsächlich sind nur ungefähr 5% des Universums normale Materie, die wir sehen und untersuchen können und aus denen du und ich bestehen.
Und was würde passieren, wenn diese dunkle Energie das Universum immer weiter auseinanderzieht? Das ist tatsächlich eines der Szenarien, wie das Universum sterben könnte. Der sogenannte Big Rip. Eine andere Möglichkeit ist der Wärmetod. Ironischerweise auch Big Freeze genannt. Wenn die Entropie immer weiter zunimmt, passiert einfach nichts mehr. Alles hat exakt die gleiche Temperatur und ist überall verteilt. Und falls die Gravitation das Armdrücken gegen die dunkle Energie doch gewinnt, dann könnte es zu einem Big Crunch kommen. Das ganze Universum zieht sich zu einem Punkt zusammen, quasi das Spiegelbild vom Urknall. Aber das ist relativ unwahrscheinlich. Wir leben in einer kosmisch gesehen verrückt kurzen Zeit, in der Leben, wie wir es kennen, möglich ist. Vielleicht finden wir noch ein paar Puzzleteile, um einige der Fragen zu klären. Vielleicht gibt es sogar ein Paralleluniversum, in dem ich ein echter Doktor bin. Sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen. Das würde jetzt nur ein ganz kleines bisschen pieksen. Vielleicht bleibt es aber auch dabei, dass diese Fragen offen bleiben. Das weiß niemand. Aber wie dem auch sei, es ist immer wieder faszinierend, darüber nachzudenken. Damit unsere Erde aber noch ein wenig länger bewohnbar bleibt, müssen wir dringend etwas unternehmen. Tierarten auf der ganzen Erde geraten wegen klimatischer Veränderungen und wegen der Eingriffe von Menschen unter Druck. So wie zum Beispiel dieser süße Malaienbär, der beschuldigt wurde, kein echter Bär zu sein, sondern ein Mensch in einem Kostüm. Der aufrecht stehende Bär hat die Beleidigung aber gut weggesteckt und versucht inzwischen, der Authentizität wegen, öfter auf allen Vieren zu gehen. Aber jetzt mal Spaß beiseite, der Malaienbär ist ernsthaft gefährdet und seine Art ist dringend auf Hilfe angewiesen. Hilfe, die die Naturschutzorganisation Planet Wild zurzeit in Malaysia leistet. Wenn ihr mehr süße Bilder von Malaienbären sehen und wissen wollt, wie man diesen Bären helfen kann, dann findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu Planet Wilds neuestem YouTube-Video. Planet Wild ist eine Organisation, die sich dem Schutz von Tierarten und Ökosystemen verschrieben hat. Hierbei sind sie aber auf eine Unterstützung angewiesen, und zwar durch ihre Community. Und da kommt ihr ins Spiel. Bereits ab 6 Euro im Monat könnt ihr Teil der Planet Wild Community werden und als digitale Naturschützer euren eigenen Beitrag von zu Hause aus leisten. Und weil das eine richtig gute Sache ist, übernehme ich für die ersten 200 Personen, die sich über den Link in der Videobeschreibung bei Planet Wild anmelden, den ersten Monat. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig, euer Cedric.